Hi, mein Name ist Christian Battel und ich habe den ersten zerlegbaren Gasgrill der Welt gebaut. Scotty wiegt 3 Kilo, ist wirklich ratzfatz verstaut, ist kein Transportgewicht. Der ist hier in meinem Rucksack und den stelle ich euch jetzt mal vor. So liegt er vor euch in seinen Einzelteilen in einer super Plantasche. Die ist hochrobust und kann wirklich immer eure, ja, ich sag mal, eingebratenes Fett, Marinade und sonstiges im Rucksack einfach schützen. Ja, ihr seht, es sind wirklich wenige Teile. Ich lege es euch einfach mal so ein bisschen dahin. Und wenn wir den dann zusammenbauen, dann haben wir als ersten Step hier auf dem großen Seitenblech ein Dreieck reingebaut. Das Ganze hat sein Gegenstück hier an dem Fußblech. Da ist auch ein kleines Dreieck. Das ist ein nostalgischer Punkt. Und wenn er die beiden ineinander schiebt, dann kann das im Zusammenbau eigentlich keinen groben Fehler mehr geben. Als drittes nehmt ihr das zweite große Seitenteil, stellt dieses sauber und gerade vor euch auf den Boden. Nehmt das Bodenblech. Dieses muss so ein bisschen eingefädelt werden. Es sind ein paar Stellen mehr, wo treffen müssen. Steckt es dann wirklich auch sauber ineinander. Ich benutze dazu meine beiden Daumen, damit es wirklich gut sitzt. Kommt nun das Brennerrohr zum Einsatz. Das haben wir hier in der Tasche noch mal extra verstaut, damit es nachher auch wirklich geschützt ist von Fett, Marinade oder sonstiges, wenn er das Teil wieder einpackt. Steckt das Brennerrohr rein, nimmt das Abstrahlblech, steckt dieses auch als nächstes rein, lasst es locker auf dem Bodenblech liegen. Fädelt mit dem Kopfteil das Gasrohr ein, steckt die beiden Teile ineinander und somit ist Scotty quasi zusammengebaut. Rost einlegen können wir den gesamten Grillkörper miteinander verriegeln. Last but not least brauchen wir den Gasschlauch, um eine Verbindung zu unserer Gaskartusche herzustellen. Den dreht ihr hier schön ein. Bevor ihr die Gasflasche anschließt, muss oben der Regulator zugedreht sein. Ansonsten würde jetzt hier direkt Gas in den Grillkörper einströmen. Und das wollen wir nicht. Und da wir letztendlich einen Grill bauen wollten, der immer funktioniert, an dem nichts kaputt gehen kann, haben wir auch auf den Piezo-Anzünder verzichtet. Weil meiner Meinung nach ist das Erste, was gerne kaputt geht. Und wenn wir im Wald sind, wollen grillen und haben sonst nichts dabei, dann war es das mit dem Grillen. Ja. Deswegen benutzen wir für Scotty ein ganz handelsübliches Feuerzeug, Streichholz, Feuerstahl, wie auch immer. Ihr kriegt den immer an. Dreht leicht den Regulator auf, hört, wie das Gas reinströmt, haltet das Feuerzeug an das Anzündloch und Scotty läuft. So, jetzt machen wir ein kleines Rennen. 3 Scotties in ihren einzelnen Betriebsarten. Wie gesagt, Gas ist ja nun mal am stärksten und darum geht es ja auch, wenn wir draußen in der Natur sind mit der Familie, Kinder haben Hunger, wir wollen schnell sein. Dafür ist der ideal und deswegen warten wir mal, bis das Feuer soweit ist, warten wir mal, bis die Grillkohle soweit ist und jetzt machen wir mal Gas an. Gas läuft. Ja, im Endeffekt haben wir jetzt ja gesehen, wie schnell Scotty im Gasbetrieb ist, zu Holzkohle als auch Feuer. Feuer ist schon aus. Aber im Endeffekt ist es so, wir können auf dem Teil durch die hohe Hitze wirklich alles grillen. Es macht einen Riesenspaß. Ihr müsst überhaupt in nichts nachstehen. Logisch, Barbecue mit großen Deckeln und so weiter. Es hat auch seine Vorteile. Nur was brauchen wir, wenn wir unterwegs sind? Wir brauchen irgendein super zuverlässiges, leichtes,
Grillgerät. Und das ist Scotty. Ja, er ist einfach zu reinigen, ihr merkt ihn im Gepäck nicht, er ist sofort an, er ist sofort aus, er braucht 10, 20 Minuten, ist er abgekühlt und dann wandert ihr weiter. Meiner Meinung nach ist das alles, was ihr braucht. Zudem verpesten wir nicht die Umwelt, wir können überall sofort sauber grillen, wir können die Tasche drunter legen, also eine runde Sache. Also hier nochmal einen kleinen Tipp, wenn ihr euch entscheidet mit Holzkohle oder mit Holzfeuer zu grillen und der Rost ist natürlich zu Beginn noch nicht drauf, dann könnt ihr den ohne Probleme im Nachhinein, ich lasse den immer schön außen anstehen, hinten einlegen, lasst den runterfallen, nehmt euch ein Messer und schon ist der Grill verriegelt. Das Ganze rückwärts, zum Beispiel beim Holzfeuer, ihr seht, es ist wirklich eine komplett einfachste Klinge, ganz, ganz dünn, aber kein Problem, hebt ihn an, zieht ihn raus und ihr könnt somit auch mit einem heißen Rost permanent, ohne Probleme, ohne Werkzeug, den Rost bedienen. So, zum Schluss müssen wir uns natürlich auch noch um den Abbau kümmern. Holzkohle und Holzfeuer haben wir schon entsorgt, wie ihr sehen konntet. Ja, im Endeffekt schrauben wir die Gaskartusche als erstes ab. So. Und können dann ganz einfach das Ganze verstauen.